Ein revaisches Hallo, meine Freunde, und willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir sind noch bei Avalach im Labor und müssen jetzt antworten. Sehen wir uns seine Notizen an. Götter, er hat über 2 Jahrhunderte damit verbracht. Er war der Erste, der das Lara-Gen studiert hat. Falker? Einige Einträge über Ciri. Aber richtig interessant wird es erst später. Hier, er hat tatsächlich versucht, eine Genmischung wie die von Ciri zu züchten. Aber eine ohne den menschlichen Anteil. Was soll das heißen? Dass ich mich nach Riesengläsern mit meinen Geschwistern drin umsehen darf? Sei nicht albern. Avalach ist nie so weit gekommen. Offenbar sind all seine Experimente fehlgeschlagen. Du bist einzigartig. Und darum müssen wir mit der wilden Jagd fertig werden. Suchen wir weiter. Mal sehen, ob wir nicht noch was Interessanteres finden. Normaler Spiegel. Ich hätte ein verstecktes Portal erwartet. Elfen haben ein Händchen für Düfte. Oh. Da sitzt jemand. Wie seid ihr hier hineingekommen? Wer bist du? Das geht dich nichts an. Verschwindet, sofort. Du. Ich erinnere mich an dich. Von Tirnalia. Bemerkenswert. Ich dachte, für euer Volk sehen alle Elfen gleich aus. Wenn ihr Avalach sucht, der ist nicht hier. Ich weiß. Und doch kommt ihr her? Wozu? Um ihn auszuspionieren? Er tut sein Bestes, um dich jedes Mal zu retten, wenn du was Dummes tust. Reicht das nicht? Was kannst du überhaupt davon wissen? Du würdest staunen. Er hat mir eine Menge über dich erzählt. Was denn zum Beispiel? Er sagte, du sähst Lara ähnlich. Was immer er gesehen hat, ich sehe es nicht. Als würde man versuchen, Wasser aus einer Schlammpfütze zu trinken. Aber ich kann mir denken, dass dieser Glaube ihm bei seiner Aufgabe hilft. Bei welcher Aufgabe? Meinst du, er rennt dir zum Spaß hinterher? Sogar mich macht dein Anblick krank. Unglaublich, wie deinesgleichen sich immer noch einbilden können, den Menschen überlegen zu sein, in irgendeiner Hinsicht. Sie ist kein Mensch. Sie ist ein degenerierter Mischling. Keine Wahl zu haben, so etwas benutzen zu müssen, wie erniedrigend. Noch ein Wort und... Was? Du änderst gar nichts. Sie muss tun, was sie tun muss. Dann ist Avalach sie endlich los. Wenn er mich so hasst, warum hat er es mir nicht ins Gesicht gesagt? Bedeutet Avalach dir so viel? Was hat denn das damit zu tun? Wenn sie mich so verachten, sollen sie mich doch in Ruhe lassen. Ciri. Was? Hast du Angst, dass ich die Bude hier einebne wie Kaer Morhen? Schade, dass ich das nicht absichtlich machen kann. Mir ist nämlich danach. Ich
Ob das die richtige Entscheidung war? So, schon besser. Und jetzt weg hier. Müssen wir sofort zum Boot zurück? Willst du noch etwas anderes sehen? Hier nicht. Auf Hindersfjall, in Lofoten. Da habe ich einen jungen Mann getroffen, Skjall. Und ich würde gerne... Was denn? Siri. Oh. Skjall ist tot. Die wilde Jagd. Alle? Niemand hat überlebt? Skjall ist später gestorben. Bist du sicher, dass er es war? Hast du ihn gesehen? Ich war dort. Ich habe seine Leiche gesehen. Besuchst du sein Grab mit mir? Ich will mich verabschieden. Ich gehe mit dir. Danke. Kannst du ein Portal nach Hindersfjall öffnen? Kann ich. Ich reiß da nicht so hin. Wieder, ja? Bis dann. Sehen wir uns um. Es müsste ja ein frischer Grabhügel sein. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich kann Friedhöfe nicht leiden, schon gar nicht, wenn ich alleine bin. Wir sehen uns gemeinsam um. Komm. Lasse, Sohn von Njord. Olaf, Sohn von Ovar. Inge, Tochter von Trotnir. Verdammt! Er ist nicht hier! Skjall hat kein Grab. Geralt, ich gehe erst, wenn ich ihn begraben habe. Denk nach. Die Leiche, was ist aus ihr geworden? Sie haben sie nicht verbrannt. Diese Ehre ist Königen und Helden vorbehalten. Im Garten haben sie ihn wohl auch nicht gelassen. Ah, diese Bastarde! Was? Hinter dem Dorf ist eine Grube. Da werfen sie Schafe rein, die an Klauenseuche krepiert sind. Nachts fressen Krabben an den Knochen. Gibt's jetzt Ärger oder was? Da kommen was nämlich drei. Was macht ihr da? Was ihr schon längst hätte tun sollen. Skjall begraben. Ihr begrabt den Feigling? Ihr missachtet den Erlass der Ältesten. Fort mit euch, schert euch weg. Ihr schändet unsere Gesetze. Die sind für uns nicht bindend.
klar. Und Respekt vor unseren Gebräuchen habt ihr auch nicht. Der Feigling gehört in die Grube. Skjall hat euch verdammt nochmal das Leben gerettet. Die wilde Jagd war hinter mir her. Wenn Skjall mich nicht weggebracht hätte, dann wäre Lofoten jetzt ein Häufchen Asche. Was sollten die Geister denn von irgendeinem Mädel wollen, das... Ich bin nicht irgendein Mädel. Das erfährt jeder, der dieses Grab auch nur anrührt. Auf die harte Tour. Niemand wird es anrühren. Gräber zu entweihen, nun, das ist das Einzige, was die Ältesten noch härter bestrafen als die Flucht vom Schlachtfeld. Was du sagtest, wir wissen nicht, was da dran ist. Jetzt werden die Götter Skjall richten. Gut, dass wir hergekommen sind. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr mir das auf dem Herzen lag. Wenigstens spucken sie jetzt nicht mehr auf seinen Namen. Gehen wir. Zurück zum Boot. Mhm. Da bin ich mal gespannt, ob Avalach schon was mitbekommen hat von seinem Labor. Wenn wir jetzt zurückgehen. Und eigentlich müssten wir jetzt in die... Nee, wir müssten jetzt zu Philippa, weil die ja auf der Insel da unterwegs ist. Wir müssen die Tussi da noch befreien, die komische da. Hilfst du einem Mann in Not? Und ich hab's nicht so mit dem Schleichen, also wird das wahrscheinlich voll der Reinfall. Du suchst nicht zufällig. Jedes Mal, der mit seiner blöden Arbeit. Das Boot war jetzt wo? Es klart auf. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so gut. Vor allem, wenn man schleichen will. Ach nee. Nein, nicht den Berg runter. Scheiße. Hey, hör auf. Besser nicht darunter. Nein. Muss ja irgendwie die Möglichkeit geben, jetzt hier hochzukommen, oder? Es hat schon mal gut geklappt. Aber ich muss weiter. Moment, darf ich da überhaupt mit dem Boot hinfahren? Das weiß ich gerade gar nicht. Vielleicht doch lieber schwimmen. Boah. Oha.
Hey, nein, nein. Oh, was tust du? Was tust du? Geh da hoch, geh da hoch. Sind wir am richtigen Schiff? Weiß es nicht. Am richtigen Sinn. Ja, doch. Doch, doch. Okay. Oh Gott, da ist ja Beleuchtung. Halt! Das ist der Hexer. Befehl des Kaisers. Wegtreten. Hä, was denn? Hä? Werden wir jetzt festgenommen oder was? Hexer, welch angenehme Überraschung. Oh, was leckt denn das gerade so? Ein warmer Empfang. Danke, Eure Majestät. Vielleicht wärst du anders empfangen worden, hättest du meine Tochter mitgebracht. Wo ist sie? Was ist in Serikanien? In Serikanien hat sich nach Sonne gesehnt. Ich bin weder für meinen Humor noch für meine Geduld bekannt. Du bist unverschämt, weil du glaubst, dass ich mir nicht leisten kann, dir was zu tun. Und du hast recht. Aber das ändert sich eines Tages. Dann bist du nicht mehr unverzichtbar, sondern entbehrlich. Doch genug davon. Wir wollen nichts überstürzen. Was willst du? Fringilla Vigo. Ihr habt Jennifer angeblich ihre Freilassung versprochen. Wie ich sehe, seid ihr ein beschäftigter Mann. Nehmt deshalb diesen Brief. Der müsste eure Erinnerung an die Loge auffrischen. Selbst die bescheidensten Anfragen von Jennifer lesen sich wie Drohungen. Hat mir immer gefallen an ihr. Na schön, sei's drum. Ja gut, das war ja easy. Endlich sind wir uns mal einig. Wache, her mit Fringilla Vigo. Ihr könnt ihr die Nimeritium-Fesseln abnehmen. Soweit ich weiß, muss ich euch nicht vorstellen. Lebt wohl. Fringilla, es ist lang her. Die anderen Zauberinnen sind im Ginville bei Artskellig. Ich habe ein Boot, das wir... Ich kann keine Boote mehr sehen. Nimmst du mich mit? So, durchs Portal. Und ich hasse Teleportation. Aber wie du willst, gehen wir. Ja, gut. Die wird bald hier sein und bestimmt mit dir reden wollen. Zweifellos. Gut, Freunde, dann war es mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Gerne auch einen Kommentar und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.